Ja, wir sagen Glückwunsch zum Einzug in die zweite Runde. Der Titelverteidiger Michael van Gerwen. Michael, congrats for reaching the next round. Es war für mich eine sehr, sehr starke Performance, wenn er schon anfängt, die ersten drei Darts, direkt die 180. You took off. I mean, that was a great performance. Was it more like a Ferrari or even faster today from the start off? What do you think? Lamborghini today. Okay. But I go to the Bugatti next time. No, I think I played really well. What can I say? Fantastic performance to start off this World Championship. It's always nice to come back in a venue like this, because this is where you work for all year, because this is the biggest tournament of the year. You want to perform well here, and I feel good, and I'm really glad I also put on a good performance like this, also for my own confidence. But I need to give all the credits also to Christian Kiss, because I think he played a phenomenal game. Also er sagt, das war natürlich eine ganz starke Leistung von ihm, gar keine Frage. Er hat ja auch ein 106er Average gespielt, Checkout-Quote war gut und generell war da viel dabei, was ihn auszeichnet, den Gegner so ein bisschen zu dominieren, zu vernichten. Aber er sagt auch, Christian Kiss, der hat natürlich ein starkes Match gespielt, auch deshalb verdient sicherlich den Satz gewonnen. Is there still, even after dominating also half of the year, also from October on, and you're on a 30-game winning streak now. Is there still something like, let's say, nervousness when you enter a stage for the first round in the World Championship? Also, gibt's zumindest eine Art von Nervosität beim Star wie ihm? No, I'm not nervous, but I got like goosebumps over my body. I got like a bit extra heartbeat. But then you start off with a 180. Yeah, then you start off with a 190, but that makes you, because the extra heartbeat pumps you up, gives you more confidence, gives you more adrenaline, because you need it if you want to win this tournament. And I'm really glad I started off really good. Also, es ist schon ein bisschen was da, nicht eine Art von Nervosität, wie man das vielleicht so kennt, dass nichts mehr geht, aber na klar, ein bisschen Gänsehaut ist schon da, wenn er auf die Bühne geht, aber dann startet er eben auch mit der 180 und das ist dann wieder das, was du brauchst für dieses Selbstvertrauen, um das Turnier zu gewinnen. Fragt sich natürlich noch, er hat ein bisschen Pause. What do you do? I mean, you got some days off now. 22nd is the next game, so there's a long way to go. Going back to the family, to the kid? Yeah, I'm going back tomorrow. I fly back home tomorrow and then I have a couple of preparation days in Holland and then I come back here to follow up my preparation up to the next game. And yeah, I think that's the good thing. I did it exactly the same last year, and last year I think I put on a great performance. I won it, so I hope I also can do it this year. Also er fliegt zurück und natürlich auch zurück zur Familie, aber dann auch direkt wieder in die Vorbereitung rein. Er hat eben diese Tage am 22. dann die nächste Runde gegen James Wilson. Er fragt sich natürlich noch ganz zum Schluss, wichtige Frage, denn morgen ist es soweit, die erste Runde von Phil the Power Taylor. Phil is playing tomorrow. Yeah. You gonna watch stuff like this or you taking it off from TV? No Ali Pelli at all on TV, just practice board? Or are you interested in what Phil is gonna do? And because the focus is gonna be a big time on maybe his last game, you never know when it's gonna end. You never know what's gonna end. He's a phenomenal player, don't get me wrong, but when I'm home, I'd rather play with my kids than watch Phil Taylor or go to the practice board myself. Cause you can watch with your kid, Phil Taylor. Yeah, maybe. I'm really glad she don't understand it yet, but she will do it later on in the future. Michael, thank you very much. Thanks for talking to me and good luck. We'll see you on the 22nd of December. Take your time off. Und er hat noch ganz kurz gesagt, na klar, wenn er zu Hause ist, dann muss es gar nicht, dann muss es gar nicht so viel Fernsehen sein und auch übrigens nicht Phil Taylor. Er weiß, was er tut und seine kleine Tochter, er ist im August geboren, die kriegt ja noch nicht so viel mit und das ist auch gut so. Deshalb wird ein bisschen gespielt. Also Michael van Gerwen, ihn sehen wir wieder und selbstverständlich geht es morgen darum, was macht die Darts-Legende beim letzten Auftritt bei der Darts-Weltmeisterschaft 2018, 16 Mal den Titel gewonnen. Ist er bereit für Nummer 17? Morgen erstmal die erste Runde gegen Chris Dobie. Das alles natürlich live bei uns. Na klar, auf Sport 1. Ab 20 Uhr sind wir wieder da. Tag 2 der Darts-WM. Es geht weiter hier im Ali Pelli mit Emma Paulke, mit Shorty Seiler, mit uns hier vor Ort. Dementsprechend, tschüss, gute Nacht, bis morgen. Ciao, ciao.